wir stellen schon seit mindestens 15 Jahren in Salzburg auf der Messe aus, weil das eine angenehme Messe für uns ist. Wir auch sehr viele Jäger aus dieser Region als Kunden haben und für uns ist es eine sehr erfolgreiche Messe, jedes Jahr. Ungarn ist ein klassisches Jagdland. Natürlich war ich selber auch schon in Ungarn vor 20 Jahren und wir jagen seit 20 Jahren auch in Ungarn, vorwiegend auf Rothirsch. Die Drückjagden sind sehr interessant und natürlich auch Rehbock, Dammhirsch. Ungarn hat eine große Wildartenvielfalt. In Deutschland ist die Situation der Jagd gar nicht mehr so positiv. Der Grundsatz ist dort oftmals schon Wald vor Wild. Das heißt, Wild ist ein Schädling geworden für die Forsten und die Abschusspläne sind inzwischen sehr, sehr hoch. Und wir merken es inzwischen, dass wir weniger Rehwild haben. Beim Rotwild kommt auch so langsam die Tendenz dorthin und auch der Wolf spielt bei uns in Deutschland langsam eine Rolle. Das merken wir auch bei mir im heimischen Revier negativ schon. Ich erinnere mich an die letzte Weltjagdausstellung. Da war ich 11 Jahre, 1981 in Plovdiv. Und ich begrüße das sehr, dass wieder eine Weltjagdausstellung initiiert wird und werde dort auch gerne ausstellen. Vor allen Dingen müssen wir Jäger ehrlich sein und eine Fairplay-Jagd haben. Wir dürfen nichts machen, was uns selber schadet. Das gibt es bei der Auslandsjagd leider auch. Gott sei Dank hat auch hier in Salzburg die Messeleitung was unternommen und Jagden verpflichtet aus dem Programm zu nehmen, die nicht Fairplay sind. Und nur so wird auch in Zukunft die Jagd akzeptiert werden.